2016 fand die Asylum Jam 2016 statt. Was das heißt? Ganz einfach, es ist ein Event für Spieleentwickler, die innerhalb 48 Stunden ein Horrorspielchen erstellen müssen. Und es gibt immer wieder Themen. Diesmal war das Thema, wenn ich das richtig übersetzen kann, man darf keine psychiatrischen Anstalten nehmen, irgendwelche medizinischen oder psychischen, boah, was? Google-Übersetzer reinkopieren? Hä? Sie sollten nicht psychiatrische Anstalten, medizinische Fachleute oder heftige, antipathische, geisteskrank Patienten als Einstellung oder Auslöser verwenden. Okay, das fasst es ganz gut zusammen, hoffentlich. Haben wir es alle verstanden? Gut, dann kann ich weitermachen. Man lässt das Ganze auf Toiletten spielen und man muss Toiletten suchen und nennt es Toilet Escape. Und dieses Spielchen hat Platz 14 erreicht. Und ob dieser Platz gerechtfertigt ist, das schaue ich mir jetzt an, okay? Collect all 5 toilets and find the exit. Press shift to run. Okay, wir müssen alle 5 Toiletten finden. So sehen die aus, okay. Wow, das ist irgendwie unerwartet gruselig, Mann. Oh Gott, wenn das doch zu gruselig wird, dann bin ich auf jeden Fall bereit und hab schon mal ein Klo dabei, nicht wahr? Wie sieht's hiermit aus? Ja, ich muss schon sagen, für 48 Stunden ist das schon... schon gut, Mann. Die Soundkulisse beeindruckt direkt, nicht wahr? Und mir gefallen die Farben und auch die Atmosphäre. Wunderschön. Ist hier ein Klo versteckt? Nein? Oh Gott, was steht da in Blut geschrieben? Da steht bestimmt sowas wie... Flush. Spülen. Ja, vergesst nicht zu spülen, hä? Hast du bestimmt vergessen, oder? Geh nochmal zurück und spül. Was uns wohl verfolgen wird? Wahrscheinlich ein riesiges Kaki-Monster oder eine Toilette, die deine Kaki essen möchte oder sowas. Deine Kaki und gleich die ganzen Eingeweide, die in dir brodeln. Möchte gern gruselig reden? Check. Okay, jetzt noch einen schlechten Witz bringen. Da muss ich mir Mühe geben, Mann. Der wird bestimmt so oder so scheiße. Weil wir... Okay, schlechten Witz haben wir auch vor der Liste. Kann weg. Ich finde kein einziges Klo mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie immer an denselben Ort komme. Scheiße. Ich passe hier nicht durch, Mann. Ich muss kurz einen abseilen und ein paar Kilos verlieren. Oh, 2 schlechte Witze. Es wird immer besser. Es wird immer besser, Mann. Nee, ich passe da nicht durch, Mann. Wir müssen irgendwo anders hin. Kann ich die Toiletten einsammeln? Wahrscheinlich kann ich auch die ganzen kaputten Toiletten einsammeln, was? Nee, hier ist auch nichts. Und da kommt irgendwie so ein kleines Knistern immer näher und immer näher. Ich will aber nicht, dass es zu nah kommt. Hier muss doch jetzt etwas sein, oder? Nein, ich passe wieder nicht durch. Oh Mann. Ah, man kann rüberhüpfen. Oh. Sehr gut, jetzt sind wir doch durchgekommen, Mann. Sehr schön. Eine andere Frage übrigens. Flush schon wieder? Warte mal, vielleicht ist das auch irgendwie ein Hinweis, dass ich jetzt flushen soll, Mann. Vielleicht ist das Spiel gar nicht mal so unkompliziert und du musst bei einer bestimmten Toilette auf Flush drücken. Nein, das wird's wohl nicht sein. So, was ich fragen wollte. Wenn man auf Klo geht, zum Beispiel, weiß ich nicht, am Bahnhof oder woanders, weißt du, im Einkaufszentrum, dann sitzt da immer eine Dame oder ein Herr und wollen, dass du da Geld reinwirfst. Muss man da Geld reinwerfen? Weil manchmal wirfst du da kein Geld rein und du gehst einfach. Ist das sowas wie Trinkgeld? Sowas wie, hey, vielen lieben Dank, dass Sie aufgepasst haben, dass das Klo sauber ist? Aber was, wenn es am Ende nicht sauber ist? Was zumindest so gut wie immer der Fall ist? Was dann? Gott, das ist so kompliziert, Mann. Ich gehe so selten in der Öffentlichkeit auf Klo, Mann. Ich hab keinen blassen Schimmer, wo das Klo ist. Ba-da-ba. Ich hab keinen blassen Schimmer, ob ich mich gleich vor Angst bepisst. Da-da-ba. The Eyes, die Augen. Was ist mit den Augen? Meine Augen sehen keine Toiletten. Was ist mit den Augen, Mann? Soll ich irgendwo Augen sehen? Gruselige Augen? Immerhin habe ich jetzt einen Ort erreicht, den ich noch gar nicht kannte. Oh, dieses Piepen, oder? Das geht mir auch auf den Sack, Mann. Scheiße. Hallo? Nein, keiner? Komm schon, ich will nur eine weitere Toilette finden. Einfach ein klitzekleines Erfolgserlebnis. Nur ein minimales, Mann. Gar nicht mal zu viel. Aber es sieht gut aus, Mann. Es sieht gut aus. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh, warte mal, für mehr Atmosphäre. Oh Gott, wie bin ich hierher gekommen, Mann? Ich suche jetzt Toiletten. Das ist mein Job, oder was? Da ist irgendein Licht. Sollte ich drauf zugehen? Ja, ich sollte drauf zugehen, denn es ist das heilige Klo. Ah! Oh nein, was war das? Das klingt jetzt so mit diesem Echo-Effekt, als wäre es mein Gewissen, oder? Eigentlich darf ich meine Lippen nicht bewegen. Und so tun, als würde ich das Ganze denken. Scheiße, Mann. Das mache ich echt. Das mache ich für Geld, Mann. Du lädst ein Video hoch, wo du einfach Toiletten suchst, Mann.
Kannst du damit klarkommen? Bist du stolz drauf? Ja, irgendwie schon. Wär besser gewesen als alles andere, was ich sonst gemacht hätte. Okay, Flash, ja, aber hier ist kein Klo, oder? Zumindest leuchten die Klos jetzt ein bisschen. No, no escape. Na doch, wenn ich noch 3 Toiletten finde, dann können wir, glaube ich, uns retten. Oh Mann, ich will das Ending sehen. Okay, yes, Mann. Du hast gerade geschischt, Mann, glaube ich. Oh, warum ist das gruselig? Scheiße, das hat zu Recht Platz 14 erreicht, Mann. Noch nie war ein Klo zu suchen so gruselig. Na gut, ich habe noch nie bei Nacht in der Schule ein Klo gesucht. Das ist bestimmt gruselig. We will flush you down. Oh nein, ich will nicht geflasht werden. Oh Gott, bestimmt wurde... Nein. Wahrscheinlich wurde das Spiel entwickelt von, keine Ahnung, von Kackhäufchen, die runtergespult wurden. Und die nimmt's Rache, Mann. Weil stell mal vor, du bist ein Kackhaufen und wirst ständig runtergespult, Mann. Oh nein, ich habe ein großes Problem. Lady? Mrs.? Was ist das? Du bist verbirgt. Ich kann mich nicht angucken. Oh, was sind das für Krallen? Was hast du denn jetzt mit Toiletten zu tun? Was ist los, Mann? Oh, wahrscheinlich ist es eine Person, der zu wenig Trinkgeld gegeben wurde. Und jetzt ist sie auf Rachefeldzug. Wäre ich auch gewesen. Darf ich an ihn vorbei? Ohne dass sie irgendetwas tun? Okay, wunderbar. Das bewegt sich wieder. Das bewegt sich wieder, Mann. Ich dachte, ich sterbe jetzt, aber ich hab's überlebt, mehr oder weniger. Ich sollte die Klappe halten. Vielleicht sterbe ich jetzt gleich. Hier ist, glaube ich, kein Weg. Oh nein. Can't hide? Doch. Ich kann's auf jeden Fall. Oh Gott. Das ist schnell, das Ding. Da ist noch ein Klo, Mann. Fuck yeah. Noch fünf Stück. Also noch ein Stück, dann haben wir 5. Oh bitte. Oh scheiße, ich geh dahin. Ich entscheide mich, diesen Weg nicht zu gehen. Ich habe keine Ausnahme mehr. Ich muss dahin. Komm schon, wir müssen auf das Licht zugehen. Das ist eine Sackgasse. Die ist bei mir. Was ist das? Da hinten. Das ist noch Flash. Oh, ich renne im Kreis. Da ist bestimmt eine Sackgasse. Ich bin im Arsch. Nein. Wie sie sich langsam zu mir dreht, habt ihr es gesehen? Hier gibt es jetzt keinen Kommen mehr. Nein. Griffel weg. Ich kann nicht, wenn niemand mich versucht zu töten, Mann. Ich bin hier gerade auf dem Klo. Ich möchte ein bisschen Respekt und Privatsphäre. Die bewegt sich nicht, wenn man sie anguckt. Oh nein. Okay. Warte mal, ich habe das Exit gefunden. Hier ist ein Exit. Nur habe ich noch nicht alle Klos gefunden. Was zum Teufel? Ich habe gerade versucht, nur irgendwie das Ending zu finden, weil... Oh nein, da kann ich aber nicht durch, weil... Not enough toilets. Ach du Scheiße, du musst auch noch das Klo am Ende finden und jetzt ist sie aber da. Oh! Hey, das ist unfair. Ich guck dich an, du darfst dich nicht bewegen. Wow, das macht das Ganze jetzt noch gruseliger. Ich muss jetzt auch noch das Exit finden. Ist das dein Ernst, Spielmann? Das ist schon ein Pain in the Ass, irgendwie blöde Klos zu finden hier. Und ich will's aber finden, weißt du, weil ich verdammt nochmal ehrgeizig bin und so ein Scheiß, aber... Wenn ich jetzt gleich nochmal sterbe, ist vorbei. Oh, nein. Ich habe jetzt so viel Zeit hier verbracht, ey. Oh nein. Eine Sackgasse. Okay. Man kann aber ganz easy an ihr vorbei, Mann. Die ist ziemlich doof. Die ist ziemlich doof. Lass es mal hier hingehen. Ich renne die ganze Zeit im Kreis. Ich finde einfach keine weiteren Klos. Das ist eine Lüge. Klos existieren hier nicht.
Okay, weißt du was? Ich geb's auf, Mann. Friss mich, Lady. Mir wird schon ziemlich schlecht von dem ganzen Sound, von dem Rauschen und was weiß ich, Mann. Wenn ihr euch es ansehen wollt, dann habe ich das Spiel unten verlinkt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, es ist zu Recht Platz 13, nicht wahr? Oder 14. Ich bin schon sehr gespannt auf Platz 13. Vielleicht schaue ich mir demnächst mal den letzten Platz an oder den ersten Platz. Schauen wir mal. Mir ist echt übel geworden jetzt. Ich habe jetzt 34 Minuten aufgenommen. Ich glaube, die Folge geht nur 10 Minuten oder so. 20 Minuten habe ich hier nach Toiletten gesucht und es gibt einfach keine. Ich habe große Areale gefunden, wo eigentlich Toiletten spawnen sollten, aber da war einfach nichts, Mann. Voll blöd. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.